Siehst du das? Oder Halskette. Oder Krallen. Er ist total verrückt. Ihr Kinder macht mich verrückt. Ich sehe dein wahres Ich. Und jetzt werden es auch alle anderen sehen. Nein, nicht meine Schminke. Stell dich deinem Schicksal. Nachsitzen. Wer lacht jetzt? Oh nein. Was ist mit ihr passiert? Warst du das? Natürlich war ich das. Das kannst du doch nicht machen. Doch, das kann ich. Schau doch. Aus dem Weg. Oh, eine geheime Botschaft. Höllisch genau. Ich zeig dir die Hölle. Hm? Was war das? Spukt es in dieser Schule? Wer ist da? Hallo, wen haben wir denn da? Bin ich das? Moment mal. Ich war's nicht. Das ist jetzt auch egal, du Loser. Einmal sagen reicht nicht für Loser wie dich. Die beste Lehrerin aller Zeiten. Was für ein Glück, dass wir sie haben. Das ist für sie. Ich werde es immer in Ehren halten. Ich liebe meine Schülerinnen und Schüler so sehr. Gefällt dir dein neues Kleid? Es ist von einem Designer. Wunderschön. Ich kann es nicht mehr aushalten. Oh, komm schon. Was habe ich gegessen? Bitte, schneller. Wie kannst du es wagen? Ich kann nicht mehr. Oh, lass mich probieren. Na, die ist auch zu. Ich frage mich, warum... Ich bin ein Profi im Foltern. Jetzt komm! Bitte! Bitte! So you can't pee. Baby, I know. That's that me evil-o. Bitte aufmachen. Hashtag teuflisch gut aussehend. Du bist dran, wenn du den Gestank erträgst. Komischer Typ. Oh, wie auch immer, endlich bin ich dran. Oh, so frei, ich brauche frische Luft. Stinkt's wie im Mülleimer. Was ist denn hier los, Kinder? Wie kann ein Mensch so etwas tun? Ich werde das in Ordnung bringen. Ich werde nicht genug dafür bezahlt. Gut, dass ich alle richtigen Putztricks kenne. Ich brauche so viele saure Getränke wie möglich. Ein paar Kohlenhydrate und ein bisschen Zucker, um das Ganze zu süßen. Naturwissenschaftslehrerin zu sein hilft definitiv. Puh, bereit zur Explosion. Alle in Deckung. Jetzt sollte alles gut werden, hoffe ich. Mal sehen. Oh, sieht frisch und sauber aus. Riecht jetzt besser als ein Blumengarten. Los geht's, du kannst es benutzen. Nicht so schnell, junger Mann. Es ist ein Wunder, endlich! Okay, du schaffst es. Oh, mach schon, du schaffst es. Oh ja, ich weiß, die Antwort ist 9. Das ist auch 9. Oh, ich... zu schwer. Vielleicht hilft das. Oh, ja, das ist 4. Danke, Lehrerin. Ich bin so stolz auf dich. Aber weißt du was? Diese Antwort ist viel besser. Für mehr Spaß. Ich habe gesehen, wie sehr du dich angestrengt hast. Aber du bist noch nicht ganz da, Schatz. Ich gebe dir eine 1-. Ach, naja, das ist gut genug für mich. Wow. Ja. Wow. Was ist denn hier los? Was macht der in unserer Klasse? Kitzel, kitzel, kitzel. Ja. Ey, ich hasse Farben. Du bist dran. Mal sehen. Äpfel pflücken ist meine Lieblingsbeschäftigung. Aber gesundes Essen ist nichts für mich. Du isst es. Oh, du lehrst diesen Unsinn? Was ist das? Raus hier. Auf Wiedersehen. Hoffentlich behandelt er meine Schüler gut. Darauf wette ich. Klasse, vergesst, was ihr gelernt habt. Hm? Weißt du, wie spät es ist? Du kommst zu spät. Oh. Komm her. Au, au. Oh.
Ende! Aus! Zeig mir, was du hast. Immer noch keine Antwort? Oh, ich verstehe. Die Zeit wird knapp. 5, 4, 3, 2, 1! Du bist ein Witz. Meine Lieblingsstelle. Oh, direkt auf die Stirn, damit alle sehen, was für eine Versagerin du bist. Und jetzt geh mir aus den Augen! Oh, das war peinlich. Sogar ich schäme mich für sie. Oh! Was? Oh, ich verstehe. Shake it off, shake it off! You got nothing in your brain. Ich sehe die ganzen Spickzettel mit meinem kleinen Auge. Wow, das ist selbst für mich ein neuer Tiefpunkt. Meinst du, diese Zettel reichen? Für eine Loserin wie dich, ja? Mir entgeht nichts. Oder nächste. Ich habe nichts versprochen. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Das werde ich beurteilen. Das muss ich mir genauer ansehen. Mal sehen. Coole Nagelkunst. Hältst du das mal kurz, Schatz? Laufen kannst du, aber vor mir läufst du nicht weg. Die Fragen sind so schwer. Ich falle durch. Das können wir doch nicht zulassen, oder? Oh, okay, danke. Na bitte. Cool. Ist das C oder D? Keine Ahnung. Ein bisschen Hilfe? Bitte. Ups, irgendwas kontrolliert meine Hand. Sie sind die Beste. Oh, meine Schülerinnen und Schüler sind so besonders. Ich bin ein stolzer Schutzengel. Schau, was ich habe. Ich muss wohl an die Regeln erinnern. Nicht meine Snacks. Oh je! Yeah. Der Plan ist in Arbeit. Guck mal, komm zu Papa! Ich fange mit denen an. Hey, Schatz! Überraschung! Boom! Ich brauche auch eine Erfrischung. Ihr könnt jetzt reingehen. Ich werde den ganzen Tag Hunger haben. Oh, man. Es ist Literaturstunde. Hier ist dein Buch. Doc. Und das ist deins? Wir fangen an. Ihr dürft eure Bücher aufschlagen. Ja, natürlich. Ich kann es gar nicht fassen. So aufmerksam. Danke, Lehrerin. Ich liebe die Schule. Was für eine schöne Szene. Wir lernen Trigonometrie. Oh nein, das ist keine gute Haltung. X Quadrat plus Y Quadrat ist gleich... So sollte sie sitzen. Habe ich etwas falsch gemacht? Ach, Schatz. Nicht mit Absicht. Aber das wird dir helfen. So wirst du richtig sitzen. Juhu, Buckel vermieden. Fertig. Gut gemacht. Ups, Entschuldigung. Gesundheit... Was ist mit mir passiert? Ich muss hier raus. Aber warte doch, du siehst so hübsch aus. Was soll das ganze Einhorn-Prinzessin-Chaos? Ich hasse Rosa. Das bringt mich auf eine Idee. Hallo. Erinnert mich an meine Straftage. Kopf runter. Hier lernst du Respekt und Manieren. Entschuldigung. Also, wo waren wir? Oh, Zeit zu gehen. Ich werde keine Sekunde mehr in diesem Kerker eines Klassenzimmers verschwenden. Vergiss nicht, du kommst morgen wieder. Mund auf! Halt still. Das reicht, Harley. Ich liebe Kekse und Milch. Schade um die hässliche Tasse. Oh, mein Keks, verdammt! Was war das? Ich muss das verstecken. Kekse? Wirklich?
Wir müssen das sauber machen. Ist das nötig? Ich bin kein Mob. Ja, schön sauber. Zeit nach Hause zu gehen. Hey, lass mich raus. Hallo? Ich bin gefangen. Oh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Für mich gibt's heute keinen Test. So sehe ich ganz anders aus. Ruhe, in Lehrerin Harleys Unterricht wird nicht geredet. Nachsitzen. Niemand kann dich jetzt mehr retten, Spider-Man. Zeit für die Testkorrektur. Durchgefallen. Furchtbar, durchgefallen. Wow, Harley ist ein Genie. Ups, Wachsmalstifte umgeworfen. Die Wachsmalstifte, zurück zu meinem Look. Ich bin in Mallaune. Aber zuerst klebe ich ihn auf dieses Stück Papier. Dasselbe mache ich mit den restlichen Stiften. Wow, sieht süß aus. Und die Ballerina kommt hier hin. Ich brauche eine Heißluftpistole. Genau. Einmal heiß machen. So kann ich die Wachsmalstifte schmelzen. Wow, seht euch all die Farben an. Wie ein Regenbogen. Klasse. Wisst ihr was? Ich wünschte, Haare färben wäre so einfach. Oh, wow, wie hübsch. Das verdient einen Platz in einem Museum. Aber das Klassenzimmer muss wohl reichen. Das ist der perfekte Platz. Wow, mein erstes Meisterwerk. Ich könnte es den ganzen Tag betrachten. Wow. Huh? Meine Hände sind so dreckig. Vielleicht kann ich damit etwas Spaß haben. Ich male meine Handrücken mit der Farbe an. Dann klebe ich Nummern drauf. Zeit für das Rennen des Jahrhunderts. Wer wird gewinnen? Wuhu! Los! Los! Wie aufregend! Es ist Kopf an Kopf. Naja, Finger an Finger. Blau gewinnt! Lass mich raus! Oh, oh nein! Ich bin gefangen! Nein! Wer schreit hier? Was ist das? Alleine? Komm nicht näher! Hier ist es eigentlich ganz gemütlich. Autsch, mein Kopf! Wenn der Tisch nur höher wäre. Dieses Buch ist eigentlich ziemlich langweilig. Damit kann ich den Tisch aufbocken. Und Joker meint, Bücher sind nutzlos. Super, ich liebe es hier. Aber ich muss das Ganze irgendwie abdecken. Es muss was geben, das ich nutzen kann. Aha, diese Tests könnten sich eignen. Ich kann sie zusammenkleben. Das ist viel besser als lernen. Ich krieg bestimmt eine 1 für meine Kreativität. Jetzt falte ich sie. Oh wow, das hat gut geklappt. Jetzt machen wir in der Mitte ein Loch und schieben diesen Stift hindurch. Als nächstes brauche ich etwas Faden. Den ziehe ich durch das Loch. Und dann klebe ich ihn fest. Genau so. Jetzt habe ich Rollos und Privatsphäre. Das ist nicht alles. Seht mal. Wenn ich an diesen Fäden ziehe, gehen die Rollos hoch. Oh, Hallöchen. Ah, das ist so bequem. Ja, ist es wirklich. Was? Hey, danke für die Einladung. Was? Einladung? Komm her. Wow, hier mag ich es noch lieber. Stimmt, cool. Ich zeig euch mal was. Seht mal, was ich gefunden habe. Das sind die Sachen, die Lehrerin uns abgenommen hat. Was ist das? Rubys Mittagessen? Soll ich reinschauen? Das war ein Fehler. Ist es überhaupt Essen? Mir wird schlecht. Sogar Joker kocht besser. So, weiter. Hier muss doch was Gutes drin sein. Hey, was ist los? Wer hat das Licht angemacht? Wie lange bist du schon da drin? Eine Ewigkeit. Und ich hab echt Hunger. Nun, ich stehe nicht auf der Speisekarte. Warum finde ich nichts Normales? Oh, was ist das? Eine Lichterkette. Und meine Federbälle. Das kriegen wir hin. Ich schiebe die Lichterkette durch die Federbälle. Durch die Lücken ist das ganz einfach. Sie sind wie kleine Lampenhüte. Jetzt drehe ich sie um.
Und schiebe noch mehr Leuchten hinein. Ich liebe die unterschiedlichen Farben der Federbälle. Das wird super aussehen. Ich muss sie nur am Tisch befestigen. Das sollte gehen. Wow! Wie schön! Mal sehen, was ich noch finde. Huh? Was ist das? Oh, Aufkleber! Wow! Ich lieb's! Das ist, als ob ich unterm Nachthimmel wäre. Oh, oh, mein Bauch! Ich bin so hungrig! Ich brauche Essen! Ups! Huh? Süßigkeiten? Ist wohl der Geheimvorrat der Lehrerin. Ich glückliche. Super lecker. Wie viel Zucker ist zu viel? Egal. Ich fühle mich so lebendig. Ich werde aus dem Zimmer kommen. Ich muss raus. Ich bin aus schwereren Orten ausgebrochen als hier. Oh je. Ich bin zu alt für sowas. Wo kommt der denn her? Nimm das! Oh, oh, doch! Das war knapp! Oh nein, du musst operiert werden! Oh mein Gott! Ich brauche ein Outfit! Ich packe das etwas auf. Moment! Dr. Harley Quinn, wie kann ich helfen? Oh, mein erster Patient! Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Oh, genau das brauchen wir. Das könnte wehtun. Eigentlich wird es sehr wehtun. Schläft wie ein Baby. Wir müssen den Stift entfernen. Ruhig. Ganz ruhig. Zeit für die Operation. Ich male ein Quadrat auf den Ball. Das muss ich ausschneiden. Das ist so eklig. Konzentration, Harley. Du bist ein Profi. Wo ist der Tupfer? Viel besser. Jetzt kommt der schwierige Teil. Das ist also das Innere eines Basketballs? Man lernt jeden Tag was Neues. Moment, da ist etwas drin. Süßigkeiten? Wann werden die Menschen es lernen? Die behalte ich für später. Die Arbeit macht mich hungrig. Was ist noch da drin? Nagellack? Oh, die Farbe liebe ich. Sie ist hübsch. Perfekt für ein Date. Oh nein! Nicht ins Licht gehen, Basketball. Alles wird gut. Ich transplantiere dieses Herz in den Basketball. Du wirst dich fühlen wie neu. Zeit, dich zuzumachen. Ich brauche ein Pflaster. Ups. Perfekt. Bitte sehr. Du siehst immer noch schlecht aus. Wie benutzt man dieses Ding? Wow, das ist gefährlich. Abstand. Er lebt. Dr. Harley hat's wieder geschafft. Hey, Herr Ball. Wie geht es dir? Ah, super. Gehen wir zu deinen Freunden. Hey, hey. Keine Sorge. Er wird wieder. Pass auf dich auf. Mua, tschüss. Was ist gerade passiert? Naja, okay. Ich bin so einsam. Schnarcht da jemand? Oh, ist das ein Roboter? Hey, wach auf. Juhu, wach auf. Komm schon, wie unhöflich. Es hat geklappt. Okay, interessant. Ich verstehe. Oh, was ist das? Seht euch all die Karten an. Ich gebe dem Roboter etwas Papier. Und er braucht einen Stift. Kannst du eine Blume malen? Ich schätze, wir werden es herausfinden. Er tut etwas. Ist nicht wahr. Er malt wirklich. Das ist der Wahnsinn. Technologie, ha? Er ist fertig. Hat eine Blume gemalt. Wow. Sieht fast gleich aus. Was, wenn ich ihm dieses Bild von Joker gebe? Wird das ein Kunstwerk? Oder ein Desaster? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los geht's. Seht euch das an. Ein Herz. Oh, ist das für mich? Wie süß. Ich liebe Romantik. Ups. Sorry, ich bin
bin so ungeschickt. Ich beseitige nur schnell die Krümel. Moment. Ich habe eine tolle Idee. Du brauchst den Stift nicht mehr. Mal sehen, ob du mit einem Besen auch ein Künstler sein kannst. Ich hoffe, das klappt. Er macht sauber. Ich habe eine eigene Markt. Kein Chaos mehr. Vielleicht könntest du dem Joker ein paar Tipps geben. Wow, der perfekte Mann. Lass uns einen Zeichenwettbewerb abhalten. Wir werden sie malen. Bist du bereit? Zu gewinnen. Dann los. Der Roboter darf nicht gewinnen. Wir werden sehen. Du hältst dich für ganz schlau. Wenn du gewinnst, nehme ich deine Batterien raus. Ich mein's ernst. Hey, ich bin fertig. Ich finde, es ist gut. Es fehlen ein paar Details, aber... Was hast du? Das ist alles? Ich halte keinen Druck aus. Parallelprotokoll aktiviert. Kunst ist subjektiv? Äppelt mich nicht. Vorsicht! Ich muss hier raus! Unmöglich, es gibt kein Entkommen. Können wir drüber reden? Schätze, der Stift ist mächtiger als das Schwert. Zerstören! Nein, 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 nein! Autsch! Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Quincy, sieh nur, was du mit meinen Haaren gemacht hast. Das war ein guter Wurf. Seht euch die ganzen Stifte in meinem Haar an. Ich sehe aus wie eine Federmappe. Aber ich habe eine Idee. Spüre das Zen. Ich bin ein Stift. Die Stifte sind eins mit mir. Oh, das hat echt funktioniert. Wow, wie schön. Seht euch die Farben an. Hier sind noch mehr. Setzen wir sie zusammen. Oh, sehr schön. Das kommt hier hin. Jetzt kann ich meine Sachen ablegen. Stifte sehen als Regal besser aus als Waffen. Oh je, wer hatte denn die Idee? Du. Ich, natürlich. Oh, ich habe so viele Stifte übrig. Oh, ich weiß was. Ich kann diese Lampe aufpeppen. Sie ist so hässlich. Aber das kriege ich schon hin. Zuerst trage ich Kleber auf den Stift auf. Das sollte reichen. Dann klebe ich ihn auf den Lampenschirm. Aber ein Stift reicht nicht. Ich brauche viel mehr. Schalten wir sie ein. Was für ein Unterschied. Sie ist nicht mehr langweilig. Sie sieht so schön aus. Moment. Ich glaub's nicht. Das muss ich haben. Nicht so schnell, junges Fräulein. Putz dir die Zähne. Und spülen. Minzig. Wow. Was passiert, wenn ich das mache? Ein Geheimzimmer? Wow. Das ist so cool. Wow, wo bin ich? Ein Geheimlabor? Oh mein Gott, der Joker wäre so neidisch. Wow, ein Knopf? Was denn? Wow, der passt perfekt. Los gehen die Experimente. Ich nehme die. Brauchen wir einen Trank? Ich füge diese Flüssigkeit hinzu. Ich wusste, dass ich in Chemie hätte aufpassen sollen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das ist die Geheimzutat. wie aufregend. Das war beängstigend. Ich würde es trotzdem wieder tun. Oh, was ist das? Schätze, ich werde alles hier reinfüllen. Los geht's. Zuerst kommt das Natriumcarbonat. Jetzt Öl. Rein damit. Wow. Das ist wie Kuchen backen. Was habe ich noch? Noch ein bisschen Lebensmittelfarbe. Aber nicht zu viel. Nur ein paar Tropfen. Ich benutze diese Palette. Das sollte reichen. Ich fühle mich wie ein verrückter Wissenschaftler. Aber ich sehe süßer aus als diese Streber. Jetzt muss ich warten.
irgendwas passiert. Wow! Seht euch die ganzen Blasen an. Sieht aus wie eine Lavalampe. Das muss ich mir nach Hause nehmen. Vorsichtig, ich will nichts verschütten. Geschafft, das ist der perfekte Platz. Ich bin so müde. Hä? Es ist so hell. Was ist los? Ist da jemand? Was hast du mit meinem Klassenzimmer gemacht? Ich wollte aufräumen. Der Unterricht hat noch nicht angefangen. Raus hier. Bis dann. Die Jugend von heute. Oh, seht mal. Ist schon gemütlich hier. Was meint ihr? Ich liebe es. Ich auch. Hey Leute, schaut mal. Was ist denn hier los? Hört auf damit. Oh nein! Wer war das? Das war sie. Nein, ich war das nicht. Zum Direktor, schnell! Oh. Hallo, ich bin Vox, dein Schuldirektor. Hier ist es nicht mehr cool, brav zu sein. Du musst ein Star sein, Charlie Morningstar. Und ich kann dir dabei helfen. Was? Was ist denn hier los? Benutzt du nie Zahnseide? Nein, 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 nein. Ich rufe meinen Zahnarzt an. Einen Zahnarzt? Mach auf! Oh, deine Zähne sind so langweilig. Sie müssen ersetzt werden. Meine Zähne! Nur ein Scherz. Ich mache sie nur ein bisschen schöner, das ist alles. Aber vorher noch ein bisschen putzen. Oh mein Gott, deine Zähne haben bestimmt schon bessere Tage gesehen. Keine Sorge, ich bin eine Expertin im Zähneputzen. Darin habe ich jahrhundertelange Erfahrung. Guck mal. Tada! So. Fertig. Cool, danke. Wow. Jetzt bist du perfekt. Sie sind so scharf. Wow. Oh. Guck mal, ich habe Reißzähne. Toll, mein Schatz. Halt das mal. Lass mich nur ein paar Sachen holen. Kuchenteig? Was für ein Kuchen. Etwas ganz Besonderes. Wie findest du mich jetzt? Und ein Schminkpinsel. Oh nein, mein Kuchen, er ist ruiniert. Ja, ach, jetzt muss ich ihn neu backen. Sorry, oh. Schönheitsblender. Lass uns was Cooles machen. Ich mache es kantig. Das muss nicht perfekt sein. Das macht es cool. Jetzt male ich es mit Lippenstift rot an. Wie rockig ist das? Jetzt habe ich ein Horn. Mach das nochmal, dann ist der Look perfekt. Das ist das coolste Mädchen, das ich je gesehen habe. Cool. Hey, Direktor. Was haben wir denn hier? Für die Schule? Ah, nicht für die Schule. Mal sehen, was passiert. Es schmilzt. Ein bisschen mehr. Das reicht bestimmt. Verrückt! Nein, gib mir meine Haare zurück! Gib sie zurück! Was zum... Eine neue Frisur? Die steht mir so gut, findest du nicht? Guck mal, Herr Direktor! Wunderschön! Du, das hast du gut gemacht! Velvet, komm und sieh dir das an! Was? Hallo da! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Was ist denn los? So kannst du nicht raus! Nicht unter meiner Aufsicht! Es ist so schlimm! Warum? In den Sarg! Was? Bitte, bitte nicht! Machen wir eine Modenschau! Outfit Nummer 1, bitte! Wow! Schick! Ich bin so süß! Gefällt's dir? Mir nicht. Na toll! Nächstes Outfit. Ich fühle es.
Wirklich? Nein? Wieder? Nein, 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 nein! Okay. Hey, hey, Hilfe! Ist er geschlossen? Oh nein, er ist kaputt. Hab keine Angst. Ich werde dich retten. Direktor? Haben Sie mich gerufen? Oh, Hilf, was ist passiert? Ihr? Hey, hey, hey! Oh Mann, hast du den geklebt oder was? Moment mal, er geht auf. Und was meinst du? Es ist hoffnungslos. Ist es wirklich so schlimm? Ich muss aus dem Anzug raus. Hey, wie wär's, wenn ich ihn andersrum anziehe? Sieht gut aus. Jetzt noch ein paar Details. Die Ärmel sind etwas zu lang. Genau so. Perfekt. Das ist so süß. Und jetzt meine Hose. Da fehlt noch ein bisschen Rot. Endlich ist mein Kuchen fertig. Lass uns ein Stück probieren. Wir brauchen noch etwas Farbe. Ich klopfe den Teebeutel direkt auf den Stoff. Ich wünschte, ich hätte einen größeren Teebeutel. Das dauert ewig. Genau das meine ich. Es ist Teezeit. Wir brauchen heißes Wasser. Lass uns den Teebeutel einweichen. Das macht mich durstig. Das sollte reichen. Guck dir mal das schöne Rot an. Absolut Fashion Week tauglich. Wow, gefällt mir. Guck mal, was für eine Hose ich gemacht habe. Wunderschön, du könntest Designerin werden. Oh nein, der Boden ist Lava. Out, out, out. Fetter Beat. Es brennt. Wo soll ich hin? Vielleicht hilft das? Autsch, autsch, autsch. Das macht Spaß. Hey, nimm das. Was? Folie? Okay. Was habe ich denn zu verlieren? Ich meine, wenn der Direktor das sagt, dann klappt das bestimmt. Wow. Wow. So schön. Und es funktioniert. Du brauchst Glitzer. Wow, das kommt auf meine Schuhe. Mein Outfit muss funkeln und glitzern. Und natürlich muss es rot sein. Hier ist der Knopf. So glänzend und so hübsch. Maison Morningstar, bald in einer Boutique in deiner Nähe. Und die Lava ist weg. Wo sind meine Zähne? Velvet, oh Liebling! Keine Sorge, Schatz. Unser Vampir-Zahnarzt kann Wunder vollbringen. Oh, Zähne! Toll! Wow, cool! Die kann ich gebrauchen. Kein Outfit ist komplett ohne Accessoires. Jetzt kleben wir jeden Zahn auf das Band. Und fertig ist sie. Meine eigene Zahnkette. Und alles biologisch. Guck mal meine Reißzähne. Was ist das denn? Igitt. Eine kleine Hand. Requisitenzeit. Sieht irgendwie langweilig aus. Also lasst uns Nägel machen. Zur Sicherheit ein Band anbringen. Jetzt habe ich Ohrringe. Ich finde, das rundet den Look ab. So schick. Wow, so ein kantiger Look. Guck mal. Oh, mein Schatz, du bist bereit für die Welt. So stolz auf dich. Und jetzt bye-bye. Mach dich auf Ärger gefasst und vervierfache ihn. Wow, du bist es. Wow. Ich bin hier, um Chaos anzurichten. Wow. Wow. Du bist verrückt. Du bist der Nächste. Hey. Du. Hey. Du siehst so schrecklich aus. Oh, du auch.